Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, Roland Mingwanz, und ich heiße schon alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns diese Festung mal reinziehen und mal gucken, was die so auf dem Kasten hat, ne? Wir haben heute wieder eine Festung à la Danny. Und ja, ich habe jetzt auch mal, ich habe mal in Discord nämlich geguckt und da habe ich gesehen, da ist ja wieder alles voll. Also werde ich mich demnächst wieder mal dran setzen. Natürlich keine Angst, Champions of Mordor kommt bald. Es müssen aber erstmal die Rekruten alle fertig sein mit ihrem ganzen Zeug. Deshalb werde ich auch parallel immer wieder Videos von die Rekruten aus der Serie hochladen und dann, die werden natürlich auch noch, das kann ich auch nochmal so ansagen, die werden dann auch noch ein Champions of Mordor Match tatsächlich alle miteinander machen. Das ist dann so die Abschlussprüfung, die ist aus drei Teilen dann aufgebaut, die sie bestehen müssen. Und am Ende die Überlebenden werden dann in die einzelnen Teams für die großen Stammeskämpfe eingesetzt und dann haben wir das Turnier der Stämme dann wieder und darauf freue ich mich riesig. Ja, riesig freue ich mich aber auch auf diese Festung. Zuallererst einmal muss ich natürlich für Chancengleichheit sorgen, so wie es sich gehört. Ne? Man, so, meine Fresse. Manchmal, manchmal, manchmal. So, was gönnen wir uns denn? Wir müssen irgendwie rein. Ah, doch, das geht, das geht. Ich würde aber tatsächlich tendiere eher zu denen und ich nehme noch ein paar von denen. Ja, so, das passt. So, also, es ist eine Marodeurs-Stammfestung. Sieht man ja offensichtlich. Wir gucken mal, der Oberherr, der perfekte Name eigentlich. Flock der Marodeur, nice one. Der scheint ein bisschen sein Schild und sein Speer verloren zu haben. Naja, uns tut's nicht weh. Finde ich interessant, eigentlich die Rüstung so an den Schultern und so prunkvoll und dann so seine fette Plauze hängt raus. Hat man sich so gedacht. Ah ja, das braucht er nicht, ne? Bin gespannt. Grom von Lidlatz, sowas darf in einer Marodeurs-Stammfestung nicht fehlen. Die von Lidlatz sind prinzipiell Marodeurs-Stämme. Das ist eigentlich so standardmäßig bei denen. Lit-Lat ist nämlich auch tatsächlich Schatten des Krieges Kanon. Ist es dann nämlich, dass der Marodeur-Stamm dort ursprünglich postiert ist und dort auch so sein Ballungsgebiet hat. Also der Großteil der Uruks stammt, also die aus Lit-Lat kommen, sind Marodeurs-Stämme. Und ja, so. Dann haben wir einmal Ugol, den Waffenmeister. Nice one, gefällt mir gut, wie der aussieht, der Kerl. Ich mag den einbalsamierten Schädel und dass der halt so brutal ja, in der Rüstung reingedrückt ist. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Wir haben einmal Horza, den Verwüster. Die Verwüster sind prinzipiell auch so eine, ja, wie soll ich sagen, auch so eine standardmäßige Marodeurs-Stammgruppe, was natürlich dann auch nicht fehlen darf. Gauner hatte ja auch eine Gruppe, na, er hat leider keine, na, wie heißt nicht Vasallen, sondern seine Duplikate dabei, seine Köder. Dann haben wir hier etwas sehr, sehr Geiles vom Banditenstamm aber, der Golddieb. Prinzipiell muss ich aber an der Stelle sagen, einfach der Golddieb passt hier trotzdem rein. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben, auch wenn es eigentlich eine Marodeurs-Stammfestung ist, passt der Golddieb doch ziemlich gut. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, man könnte eigentlich eher für einen vom Marodeurs-Stamm halten. Dann haben wir hier einen Säufer, sehr, sehr geil. Meistens tatsächlich vom Marodeurs-Stamm sind die Säufer, was auch ziemlich gut passt, weil der Marodeurs-Stamm ist eigentlich so der Stamm, die haben es eher aufs Feiern, die haben es aufs Plündern, so immerhin. Ja. Die sind gar nicht so auf den Kampf aus oder auf die dunklen Mächte oder sonst irgend so eine Scheiße, ja. Oder so krass aufs Töten. Die saufen einfach gern. Die spielen Würfel, die hocken in der Sonne, die lassen es gut gehen. Ja? Neigen halt auch ein bisschen dazu, fett zu werden, aber was soll's, ne? Und ein Trophäenschnitzer, ne? Sowas darf man darf auch nicht verloren gehen. Und in Englisch können wir auch direkt hier getrost loslegen, ne? Let's go. So, da stehen wir nun vor dieser Festung. Und mal gucken, ne? Wollen wir die Festung mal ein bisschen auf den Kopf stellen, ne? So. Keine Belagerungsbestien. Das ist. Man kann natürlich sagen, dass dieses keine Belagerungsbestien einzusetzen, ist eine Taktik, die man auch gut anwenden kann. In Kombination, Mann, ich will auf den Karagor. Komm her, du Drecksvieh! Geh aus dem Weg, du Arschloch! Ey! Wo ist der Karagor? Wo ist der? Ist ja was? Leckt mich am Arsch, ihr scheiß Karagor. Ihr kommt alle in den Topf. In den Pott. So wie wir es Hesse sagen.
So, Lulle. So, und ein blauer, das gehört auch zum Marodeurstamm. Sehr cool. Ah, das Morden, das Plün. Ah, das ist das schön hier. Einfach mal ein bisschen Morden wieder. Ich muss das einsetzen. Ansonsten schlägt mir schon wieder einer mitten auf die Fresse und. Stirb, du fettes Rindvieh, Alter. Yo, was ist denn das? Moment schon mal, der stirbt jetzt, der stirbt durch meine Hand. Oh, hi. Ich werde dich nicht töten. Dieses Vergnügen bleibt dem Gift überlassen. Nee, ganz sicher nicht. Haha, ha, hi. Krass, das ist ein Marodeur. Glaubst du bist besser? Dir gefällt das Töten. Gib's zu. Tu ich ja. Was ist denn das für einer? Kacke, jetzt habe ich schon wieder vergessen, die Festung vorzustellen, die ich depp. Orfok, der Mörder. Geil, das ist natürlich einer. Orfok ist eher so ein, prinzipiell so ein Name, der eigentlich eher mal so in Mordors Schatten vorgekommen ist. Wir wollen uns mal angucken. So, der ist jetzt natürlich tot. Dux Goldzahn. Den kenne ich irgendwoher. Aber Danny, woher kenne ich den? Sag mir das mal bitte, woher ich den kenne. Ich meine, der wurde vielleicht mal eingesetzt, aber... Ich weiß es echt nicht. Ich meine, es ist jetzt nicht schlimm. Ich meine, der ist absolut hier... der gehört hier absolut hin, genauso wie dieser Champion hier aus vom Dunkelstamm. Krass. Finde ich natürlich geil, dass du natürlich so ein bisschen hinterhältig hingehst und dann sagst, okay, ich stelle hier noch ein paar von anderen Stämmen rein, die aber eher nach Marodeurstamm aussehen. Ist natürlich auch so eine Idee, ne? Habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Cool, ein Schlinger, sowas gefällt mir gut, da freue ich mich schon drauf. Das ist einer von uns. Der gehört auch zu uns. Natürlich, Zwergenhasser auch. Ein Tyrann, sehr, sehr geil. Das freut mich richtig, sowas zu sehen wieder. Was sind drei Teufelsnamen? Ach, du Scheiße. Ach, der hat sogar eine Rüstung an. Vorher war er nackig. Der Geschundene. Nicer Name. Auch bisher noch nicht gehört, ne? Hier haben wir den Blauen, gegen den wir gerade gekämpft haben. Nochmal blaue Kokanier. Und dann haben wir jetzt noch einen Betrüger. Nice one. Einen Stich, auch nicht schlecht. Noch einen Trophäenschnitzer, einen Händler, sehr, sehr nice. Sehr cool, sehr geil. Ein Königsschlechter darf hier eigentlich nicht fehlen und das tut er auch nicht. Und das ist sehr, sehr geil. Also die Festung an sich gefällt mir ziemlich gut, muss ich echt sagen. Also da bleibt uns hier echt nichts offen oder verwirrt, was mir natürlich sehr gut gefällt hierbei. Alter, ein Schlag und der sieht das Tageslicht nicht mehr. Ah. So. Haha. Oh, den schlitze ich vom Hals bis zum Stehkragen auf. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ah, das ist wieder schön, so eine Festung anzugreifen. Die ist schön. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Sehr gut gelungen. Ah, der Golddieb. Na, komm her. Ich liebe den Helm und die Rüstung generell von dem. Auch die Waffe ist super cool. Das Schwert haben nicht alle. Also ich sag mal so, das ist kein 0815-Schwert. Das ist ziemlich cool. Oh. Nee. Bitte nicht, das tut weh und ist absolut unhygienisch und wenn ich es mal ganz ehrlich so sagen darf, das macht eine Riesenschweinerei und keiner hat Bock, das wegzumachen. Den bringen wir jetzt hier um. Stirb, du Schwein! Hi. Hier warst du vorsichtig, Tarn. Mal sehen, ob du noch was in Reserve hast. Klaro, habe ich noch was in Reserve. Jungs, bitte einmal töten.
So. Also gut, wer ist noch nicht tot? Meldung. Oh, scheiß mir ins Essen. Das war knapp. Todes, lass die Bestie Mordos von der Leine. Hey, ihr Schweine. Das ist lustig. Das ist cool. Ah, jetzt hatte ich mal ein paar Glückstreffer. Auch nicht schlecht. Ey, du Arschloch! Oh, jetzt stecke ich gerade dem Karagott den Säbel in den Arsch. Auch nicht schlecht. Mann! Wieso treffe ich immer den? Der geschunden, der wird jetzt richtig geschunden hier. Das kann der aber singen. Komm her, du Sau! Oh, scheiße. Das ist der Tyrann. Sterbt, ihr Bastarde! Jetzt gibt's auf die Fresse! Volle Möhre! Oh, das ist ein Brecher, hä? Sieht wie ein Brecher aus. Das ist sicher das Ende. Aber nicht für mich. Du gehörst wirklich geschlagen, Junge. Hi. Du glaubst, du bist stark. Du weißt nichts über Stärke. Ich zeige dir Stärke. Nee, bitte nicht. Hi. Du hast ein paar Schritte Richtung Sieg getan. Doch du hast noch viele vor dir. Jetzt folgt der schwerste Teil. Du musst an mir vorbei. Weißt du was? Du kriegst jetzt von mir extra eine extra Packung Schläge. Aber nicht hier. Wir machen das da, wo wir es wollen. Wo zum Teufel sind jetzt hier die Ah, Korf, das war saubere Arbeit. Ich weiß ja nicht, wie du das hingekriegt hast, aber es war sehr. Ich glaube, der hat wieder seine verschissenen Dings eingesetzt. Wie heißt es? Ach, Leute. Heute ist mein Gedächtnis wie ein Sieb. Kann aber auch dran liegen, dass ich das jetzt nicht so früh aufnehmen, es ist jetzt schon ein bisschen später. Ja. Aber ich kam den ganzen Tag nicht dazu und ich wollte eigentlich heute gern was machen. Und ja, ne? Ich denke, das ist so in all unserem Interesse gewesen. Haha! Nimm das, Fettklos! Haha. Ha. Oh, den Goldzahn haben sie abgemurkst. Das ist schön. Nee, Deckung. Oh, scheißen mir ins Essen. Oh, Mist, ey. Danny hat hier ziemlich viele Brecher reingemacht, merke ich gerade. Und ein paar Meuchler. Das ist natürlich eine Taktik, die natürlich sehr, sehr ekelhaft ist. In Kombination. Sag mal, was ist denn eigentlich mit dem los? Haha. Ha. Oh, scheiße, auch ein Brecher? Nee, das ist ein schlechter. Das Brecher. Bitte, erledige es. Okay. Der hat anscheinend echt die Schnauze voll. Der Betrüger. Ein schlechter war das doch. Der Helm ist halt so markant eigentlich für schlechter. Dieser komische Feder. Keine Ahnung. Bringen wir den noch um, dann haben wir wieder ein paar mehr auf der Uhr. Sieh mir in die Augen, Waldläufer. Sag mir, dass du das Metzel nicht genießt. Doch, aber ich hätte auch niemals. Ich habe auch niemals was anderes behauptet, ne? Das ist natürlich dazu auch zu sagen, ne? Oh, ne. Ja. Das Metzeln genieße ich schon. Irgendwie. Schon. Ja, ne. So. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie. Und haha! Oh! Das ging ja flott. Also der Fährtensucher, der hat. Ja. Hi! Oh geil, der Säufer! Oder doch nicht. Geil! Ich sterbe für sein Leben. Sau cool, ey.
Sau cooles Geschwätz. Alter, du stinkst aus dem Maul. Das ist ein Alki, hey. Das ist ein Alki. Oh, der hat ja. Stimmt, scheiße. Ich geb bestes Festmahl in Mordor. Die Säufer, die sind viel, viel mehr an Sau. Oder nee, diese Schlinger, die sind viel, viel mehr daran interessiert, dass sie was zu futtern haben, als dass sie irgendwie. Ja. Irgendwie daran interessiert werden, irgendwie Oberherr zu werden oder so. Jo, jetzt stirb doch mal, du Schweinehund! Haha! Vorsicht! Jo! Ich musste hier meine großen Jungs wiederbeleben. Attacke! Schlagt richtig schön kräftig zu. Oh, die anderen, die sind auch noch gut am Kämpfen. Das ist gut. Haha! Was geht hier ab, Mann? Oh, auch nicht schlecht. Korf, du bist heute gut unterwegs. Schön! Leute, wir müssen hier aufeinander einprügeln, weil wir nicht mal wissen, wohin wir eigentlich schlagen sollen. Wenn wir es mal ganz. Aua! Leute! Volle Deckung! Oh, yo, läuft. Beinahe alle Hauptdinge sind tot. Gut. So. Was geht denn jetzt mit dir ab, Alter? Das klingt so falsch. Das klingt sowas von falsch, Mann. Manchmal denke ich, es geht nicht noch kränker bei denen. Und dann kommt so einer daher. Glaubt ihr auch, ich lasse euch am Leben, hä? Falsch gedacht. Sehr gute Arbeit. Der läuft wohl wirklich weg. Ha, schön. Auf jetzt nochmal kurz eine kleine Stärkung. Also, ich bin versucht, dem eine IBAN-Nummer zu geben, dass der mir hier ein bisschen Geld überweist. Dich zu zerreißen ist Pflicht und Vergnügen. Zu schade, dass sich beides nicht erfüllen wird. Flock der Mörder, Flock der Mörder. Der ist halt echt, das ist so krass. Marodeurs Stamm, das gibt's gar nicht. Das ist so heftig. Also ich mag's, ja, absolut. Oh, einen Grubenkämpfer haben wir auch mit am Start. Nice. Erkennt man der eine da. Guck, der hier, sag ich doch. Arkaios, der Grubenkämpfer. Oh, da hat doch eine schöne Statistik. Ah, und hier ist auch der Champion dabei.
Ah! Und standesgemäß sind ja, es sind zwei Drittel von denen mit Fluchwaffen belegt. Volle Möhre, volle Deckung. Oh, scheiße. Oh, das wird heftig. Das wird heftig. Das wird nicht ohne. Hi. Komm schon, Bade. Zeig uns, was du drauf hast. Ich kann Schatten spielen. Aber nicht gut. Und gut und. Ah, ich weiß, dass ich gut kann. Ich kann gut schlecht hören. Vor allen Dingen höre ich immer gerne genau das. Das nicht, was ich eigentlich hören sollte. Und ich höre immer gerne das, was ich möchte. So, der kriegt jetzt erstmal Prügel hier. Mann, was soll denn der Scheiß? Mich von hinten hier. An, Alter, geh doch weg, du Arschloch. Haha. Das gibt's doch nicht. Warum, Alter? Du stehst im Weg, Mann. Du musst hier mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Wofür? Oh, scheiße, mit Essen. Haha, das glaubst auch nur du. Mensch, ich wollte den anderen umbringen. Oh oh. Nimm ihn nicht mich, du Arsch. Alter, hier ist. Alter. Autsch. Voll Scheißdreck. Alter, wow, ich sehe gar nichts mehr. Oh, Mist. Oh, scheiße, der bringt mich um. Warum stirbt der davon nicht? Komm schon, wir brauchen ein bisschen Verstärkung. Greif an! Attacke! Fass! Wenn du es umbringst, gibt's Leckerchen. Au! Das war hundsgemein, was der gemacht hat. Autsch, dafür friere ich seinen Anführer ein. Oh, scheiß mir ins Essen. Blödes Arschloch von Orlok. Br-
Bring ihn doch einer mal um. Was wird denn das, wenn's fertig ist? Autsch. Endlich wurde aber auch mal langsam Zeit, ey. Der Mörder macht überhaupt seinem Namen überhaupt keine Ehre. Wenn man schon als Mörder benannt ist, dann muss man aber auch das tun, oder? Wir müssen fester draufschlagen. Schnell! Fester drauf als fester. Geh weg. Du wirst jetzt beschämt. So. Wow. So, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like, Bewertung, Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Bleibt dabei. Macht's gut, eure Lemmingwanze. Und Talion, bitte. Ciao.